Informationen in Betriebsanleitungen effizient auffindbar zu machen. Das war der Job von Nicole Fabricius. Ich habe bei Siemens geschrieben und da gibt es relativ komplexe Produkte in der Automatisierungstechnik. Und da gibt es so viele Informationen dazu, dass die Kunden manchmal Probleme haben zu finden, was sie suchen, weil es ja auch manchmal einfach um Zeit geht. Wenn irgendwas nicht stimmt an der Maschine, muss man es ja schnell reparieren können. In PDFs oder auch in Online-Hilfen und herkömmlichen Hilfeformaten hat man oft das Problem, dass man nur eine Volltextsuche hat oder noch ein Inhaltsverzeichnis, durch das man navigieren kann. Was aber nicht besonders komfortabel ist. Vor allem, weil ein solches Dokument gerne mal ein paar tausend Seiten umfasst. Um sich in so einem Informationsdickicht zurechtzufinden, setzt Nicole Fabricius browserbasierte Content-Delivery-Portale ein. Wie das aussehen kann, zeigt sie am Beispiel einer einfachen Betriebsanleitung, die sie für eine Kaffeemaschine erstellt hat. Natürlich könnte man auch hier im Inhaltsverzeichnis suchen, aber der Clou liegt in den Metadaten, die eine Filterung ermöglichen. Der Nutzer kann dadurch seine Funktion festlegen, er kann angeben, was genau er tun will und welches Bauteil seine Anfrage betrifft. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich in der Wartung arbeite und eine Anleitung suche, wie ich den Frühkopf jetzt warte. Und man sieht, dass ich mit jedem Häkchen, das ich hier setze, wird die Suchergebnismenge hier unten kleiner. Und führt so zielgenau zum Suchergebnis. Durch solche Filter kann man sich also gerade in riesigen Textmengen viel besser zurechtfinden. Und auf so etwas wie gedruckte Anleitungen kann man getrost verzichten. Die sind ja sowieso ein kleines bisschen unhandlich.